Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tatsächlich ist das Gesetz zum Abschluss über den Staatsvertrag wohl grundsätzlich unstrittig. Und auch wenn wir Autobahnneu- und Ausbauten grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen, so sind wir, weil wir ja eigentlich der Ansicht sind, dass sie mehr Verkehr, dass mehr Straßen auch mehr Verkehr verursachen, so ist der Ersatz der baufälligen Brücke wohl alternativlos, wenn wir die A45 nicht am Main enden lassen wollen, zumindest. Und die Erfahrung, ja, Brücken bauen ist ja immer gut, von daher. Und die Erfahrung mit anderen länderübergreifenden Autobahnbrücken in jüngerer Zeit, wenn man so an die Schiersteiner Brücke denkt, hat ja auch gezeigt, dass man offensichtlich ja gar nicht genug absprechen kann und vereinbaren kann und dass man vielleicht nicht von zwei verschiedenen Enden eine solche Brücke planen sollte. Und deshalb ist das, denke ich, unstrittig. Ich will nur anmerken, dass es nicht als normal angesehen werden sollte, dass eine solche Brücke schon nach 40 Jahren so kaputt ist, dass sie durch einen Neubau ersetzt werden sollte. Weil diese Brücke ist 1978 erst gebaut worden. Und da muss man sich natürlich schon fragen, welche Ursachen hat das denn eigentlich, dass wir jetzt einen Neubau brauchen. Und die erste Ursache ist der immens gestiegene Verkehr, bei einer Brücke ganz besonders der Schwerlastverkehr. Und das ist kein Naturgesetz, sondern das ist ja auch politisch beeinflusst, dass der Lkw-Verkehr zerstört nicht nur die Infrastruktur und verstopft die Straßen, sondern die zerbröckelten Brücken stehen geradezu sinnbildlich eben für diese Verkehrspolitik, für diese Klimapolitik und dafür, dass wir die Klimaziele im Verkehrsbereich immer krachend verfehlen. Und da immer nur schulterzuckend zuzuschauen, statt regulierend einzugreifen, ist natürlich nicht die Lösung. Wir bräuchten massive Investitionen in die Schiene. Wir bräuchten ordnungspolitische Maßnahmen, die diese Tendenz zur Just-in-Time-Logistik und der Hin- und Hertransport von Bauteilen unattraktiver macht. Da könnte man reden über eine Erhöhung der Lkw-Maut, was ein Schritt wäre, um die. Ja, im Moment haben wir ja die Situation, dass die Kosten ja nicht mal annähernd abgedeckt werden. Die Kosten, die tatsächlich, ne, Verursacherprinzip und so, werden ja nicht mal ansatzweise abgedeckt. Und deswegen, glaube ich, muss man darüber reden, wie es hier Möglichkeiten gibt, einzugreifen. Also von daher die Reduzierung des Lkw-Verkehrs, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, dann halten die Brücken auch länger, meine Damen und Herren. Und die zweite Ursache für kaputte Brücken sind natürlich mangelnde Investitionen über Jahre und Jahrzehnte. Und insofern ist es ja noch einmal sinnbildlich, dass wir in diesen Tagen ja viel über Investitionen sprechen und über kreditfinanzierte Investitionen, über eine Brücke sprechen, die so kaputt gespart wurde, dass man sie nur noch neu bauen kann. Und das ist ja so ein bisschen der rote Faden dieser Woche. Das haben wir heute zu Beginn der Plenarsitzung besprochen, und das werden wir ja weiter diese Woche besprechen. Da ist diese Brücke, wie ganz viele Bereiche der Infrastruktur, eben auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Schuldenbremse gescheitert ist, die Politik der schwarzen Null gescheitert ist. Wer will, dass die Brücken nicht zerbröseln, der muss bei Zeiten investieren, und dabei lähmt uns ein Kreditverbot nur. Und ich bin froh, dass es zumindest in jetzt auch bei der schwarz-grünen Landesregierung da ein Umdenken gibt und sie auch der Meinung sind, dass man zumindest von dieser Fessel der Schuldenbremse sich noch nicht ganz verabschieden muss. So weit sind sie leider noch nicht. Aber immerhin wollen sie die Schuldenbremse abschwächen. Und das ist ja schon einmal ein Erkenntnisgewinn und ein Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank.